Hi, willkommen bei Rick kocht. Ich bin Rick. Ja, wir haben jetzt ja schöne Sommertemperaturen. Bei uns hier oben im Norden haben wir ja so um die 30 Grad. Und was ist da nicht geiler als so eine richtig schöne, erfrischende Abkühlung? Und sowas habe ich nämlich jetzt mal selber gemacht. So wie immer, total einfach. Was gibt es? Es gibt eine richtig schöne Limonade. Schaut euch die an. Die sieht, würde ich mal sagen, echt gar nicht so schlecht aus. Was haben wir da drin? Wir haben so Zitrone, Limonade, ein bisschen Ingwer, Minze. Ja, daraus besteht sozusagen die Limonade. Und wie immer, wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, dann bleibt dran. Was wir jetzt erstmal für unsere Limonade brauchen, das ist erstmal irgend so ein Gerät, wo man pressen kann. Huch, Zitruspresse. Oder er macht das einfach per Hand. Und dann, ja. einfach mit Muskelkraft. Dann haben wir hier dann so ein schönes Gefäß, wo dann halt die ganze Limonade reinkommt. Dann haben wir, ja, braucht man halt ein bisschen Zucker. Hier haben wir nochmal ein zweites Gefäß. Werdet ihr da gleich sehen, wozu wir das brauchen. Erstmal ein wenig Wasser. Hier habe ich erstmal 500 Milliliter stilles Wasser. Dann habe ich hier etwas Ingwer. Hier Minze, 1, 2, 3, 3,5, 4, 3 mal Limetten und 2 Zitronen. Ja, da müsst ihr jetzt einmal rum sein. Genau, und ein Löffel und ein Messer. Ja, dann können wir uns ja erstmal so ein bisschen Platz schaffen und dann kann es schon losgehen. Ja, und noch eine Reibe. Die habe ich jetzt glatt vergessen. Die brauchen wir auch noch. So, dann werden wir erstmal hier die Minze loswerden und die packen wir jetzt einfach erstmal hier so rein. So, und dann kann das hier schon mal weg. Haben wir ein bisschen Platz. Und jetzt kümmern wir uns hier um unser Ingwer. Und der lässt sich eigentlich echt ganz leicht schneiden, wenn man mit einem Löffel einfach hier so lang geht und dann... Schälen, nicht schneiden. Meine ich, schälen, nicht schneiden. Wer sagt denn, dass das geschnitten werden muss? Nee, schälen. Ja, und so... Schneidet ihr dann quasi den ganzen Ingwer. Schneidet. Nein, schält. Mann. Schälen. So, jetzt habe ich's. So, der Ingwer ist jetzt geschält, nicht geschnitten. Und jetzt kümmern wir uns hier um unsere Zitrusfrüchte. Und das ist eigentlich erstmal ganz einfach. Man rollt das hier erstmal so ein bisschen, dass man, wenn das hier nicht so nass wäre. So, ja. Man rollt das hier erstmal so ein bisschen, so bis das so weich wird. Dann lässt sich das nämlich gleich viel besser pressen. Das geht mit der Zitrone und mit der Limette. Und dann einfach in der Mitte durchschneiden. Und dann einmal durch die Presse jagen. Ja, das macht man jetzt hier mit den ganzen Dingern hier. Und dann geht es auch schon weiter. Das ist wieder, so wie immer, super schnell gemacht. Ja, jetzt haben wir hier alles ausgepresst. Wir haben da auch noch ein bisschen Fruchtfleisch noch mit reingemacht. Das bringt ja alles ein bisschen Geschmack. Ja, wenn ihr dann einfach wissen wollt, wie es schmeckt, dann könnt ihr jetzt ja schon mal probieren. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Und quasi so eine kleine Mutprobe. Mal gucken. Und gern. Uiuiui. Ja, sauer macht lustig, ne? Aber nichts. Oh, nicht zu viel probieren, weil sonst habt ihr ja gar keinen Geschmack mehr in der Limonade. Oh, jetzt nehmen wir die Reibe und rein dann erstmal schön unseren Ingwer hier rein. Ja, nachdem da Ingwer dann hier drin ist, könnt ihr das nochmal probieren, wenn ihr Bock habt. Ich möchte es jetzt gerade nicht, irgendwie weiß ich nicht, ich habe keine Lust dazu. Auf jeden Fall, jetzt kommt alles erstmal hier in diese Flasche rein. Dann nehmen wir uns auch erstmal unseren Zucker, geben den hier rein. Dann nehmen wir hier unser schönes, saures Gemisch und geben es rein. Und dann nehmen wir erstmal unser stilles Wasser, wie gesagt nur einen halben Liter. Und geben es auch rein. So, und jetzt, nein, es ist noch nicht fertig, weil wir machen ja viel mehr drauf. Jetzt werden wir das dann erstmal stehen lassen, so irgendwie
Je nach Geschmack, wie intensiv ihr es haben wollt, ne? Dreiviertelstunde, Stunde. Wenn ihr es ein bisschen sauber und schärfer haben wollt, macht daraus 2 Stunden. Hier ist es jetzt nicht so, dass umso länger ihr das macht, umso mehr Zitronengeschmack habt ihr drin, sondern eigentlich umso mehr Ingwergeschmack habt ihr drin. Also wenn ihr richtig geil sagt, oh, jetzt will ich so eine Limonade, die so richtig schön scharf schmeckt, so richtig nach Ingwer, dann nehmt 2 Stunden. Wenn ihr sagt, ich will so eine ganz leichte Frische vom Ingwer da drin haben, dann nehmt ihr 45 Minuten. Das müsst ihr dann auch einfach mal ausprobieren und irgendwie so im Dreh. Ich werde das jetzt einfach so machen, weil nichts Einfaches ist, doch einfach mal die gute Mitte. Ich werde jetzt 1,5 Stunden warten, den Ingwer hier drin richtig schön ziehen lassen und dann kommen wir schon fast zum Finale. Ja, und jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Jetzt haben wir hier nämlich schön unser schönes Glas und auch mit der Minze. Mir ist eben gerade eingefallen, also wenn ihr das macht, wäre es vielleicht ganz clever, wenn dieses Zitronengedöns hier, wenn ihr darauf wartet, dass das fertig ist, dass ihr hier schon mal Wasser reinmacht, damit die Minze dann auch schon mal ein bisschen Geschmack abgibt. Denn jetzt ist nämlich das Problem, wir machen das hier rein und müssen noch mal ein bisschen warten, weil die Minze, der Geschmack ist ja nicht sofort da. Da müssen wir auch noch ein kleines Stück warten. Aber sei es drum, wir haben ja Zeit. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal ein Sieb und werden hier das abseihen, weil es einfach dann der Ingwer hier rausgefiltert wird. Ja, jetzt haben wir hier alles drin und jetzt werden wir das dann quasi einfach nur noch mit Wasser aufkippen. Müssten dann eigentlich, wie ich richtig gerechnet habe, bei mir so ca. 1,8 Liter sein. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich noch eine kleine Flasche Wasser machen. Also ich werde das jetzt hier gleich nochmal auffüllen, bis das dann fast voll ist. Und dann, wie gesagt, über Nacht nochmal im Kühlschrank am besten stehen lassen. Wenn ihr richtig Bock auf Limonade habt, dann lasst das nur nochmal eine Viertelstunde stehen. Umso länger ihr das dann jetzt halt stehen lasst, umso mehr kommt halt der Minzgeschmack. Das heißt, so können dann richtig geil, können dann in einer Viertelstunde trinkt ihr was, ein bisschen zitronig, aber noch nicht so minzig. Und wenn ihr dann morgen Bock auf Limonade, oh geil, das schmeckt ja jetzt ganz anders, weil jetzt viel mehr Linse da ist. Deswegen macht das so, wie ihr wollt, so wie es sowieso immer ist. Ne? Das sind ja jetzt ja nur ein paar kleine Anregungen und ich werde das jetzt auf jeden Fall nochmal über Nacht stehen lassen. Und dann werde ich euch morgen mal berichten, wie das schmeckt. Na, wir haben es endlich geschafft. Also ich auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr jetzt wartet. Also wir haben jetzt, ich meine so um und bei, nehmen wir auch kurz auf die Uhr. 15, 16 Stunden haben wir jetzt sozusagen gewartet, haben nochmal ein bisschen die Minze ziehen lassen. Und ich habe ja schon mal vorprobiert und ich versuch überraschend zu tun, ne? Also, nehmen wir hier mal einen Schluck. Also, wenn man die anschaut, also sieht ja schon mal gut aus, würde ich sagen. Und dann probieren wir mal auf euch. Ups, jetzt ist mir die Minze reingefallen. Ja, was soll ich sagen? Also, die ist wirklich sehr lecker. Die ist nicht so mega süß wie so eine gekauften Limonaden. Da ist ja irgendwie gefühlt mehr Zucker drin und danach ist der Mund ja total klebrig. Die ist wirklich so richtig schön erfrischend und mit einer leichten Süße drin. Ich meine, damit könnt ihr ja noch spielen, wenn euch das dann doch ein bisschen zu viel sein sollte oder zu wenig. Okay, wenn es zu viel ist, dann könnt ihr ja nichts mehr machen, außer vielleicht nochmal ein bisschen Wasser draufkippen. Aber wenn es zu wenig ist, dann könnt ihr immer noch nachsüßen. Aber für mich persönlich ist das so wirklich top, so vom Süßegrad her. Und ja, wenn man dann schön bei so einem Sommerabend draußen sitzt, eine schöne, frische, erfrischende Limonade trinkt und naja, man kann ja da auch noch irgendwie so einen Gin reinmachen oder so, dann wird der Abend dann auch noch irgendwann später ganz schön spaßig. Also probiert auf jeden Fall die Limonade mal aus, ob mit oder ohne Gin, das könnt ihr dann entscheiden. Und trinkt sie draußen auf eurer Terrasse oder Balkon oder im Park beim schönen Wetter und genießt euer Leben. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao!